Hallo zusammen und willkommen zum zweiten Teil des Kapitels zu digitalen Filtern. Heute geht es um den Entwurf von Wirrfiltern, sprich die Frage, was machen wir da eigentlich und wie machen wir das? Und Filterentwurf heißt erstmal, dass wir die Koeffizienten eines Filters bestimmen, so dass das Filter bestimmte Spezifikationen einhält. Diese Spezifikationen können ein Frequenzgang sein. Es können aber auch bestimmte Anforderungen zur Gruppenlaufzeit, zum Impulsverhalten oder was auch immer sein. Wir beschränken uns hier auf den Frequenzgang, genauer gesagt auf den Betragsgang, weil das die üblichste Anforderung ist. Während wir ja schon gesehen haben, dass es nicht so kompliziert ist, aus den gegebenen Koeffizienten eines Filters den Betragsgang zu bestimmen, ist die umgekehrte Variante normalerweise deutlich komplizierter. Deshalb gibt es auch ganz verschiedene Methoden, um die Koeffizienten in Abhängigkeit von den Spezifikationen zu ermitteln. Das sind zum Beispiel die Fourier-Approximation. Anderer Name dafür ist auch Least Square oder die Window Design Methode. Die gucken wir uns gleich an. Eine weitere sehr weit verbreitete Methode, die sogar noch mehr Namen hat, ist die Minimax, Equirripple, Parks-McClellan oder auch Rimes oder auch Chebyshev Design Methode. Die Namen, die da drin stecken, das sind alles die von Mathematikern oder digitalen oder Wissenschaftlern, die digitale Signalverarbeitung betrieben haben, die dieses Verfahren entwickelt haben. Was wir uns hier nicht angucken werden, ist die sogenannte Arbitrary Frequency Response Methode, wo man vom Frequenzgang ausgeht, sozusagen den Frequenzgang samplet und daraus dann die benötigten Koeffizienten bestimmt. Die wird nicht so oft verwendet. Bei IIR-Filtern sieht das ein bisschen anders aus. Die haben eine sehr lange Geschichte, und zwar in Form von analogen Filtern, als LC-Filter oder aktive analoge Filter. Und da gibt es Methoden, um diese analogen Referenzfilter umzusetzen in zeitdiskrete Filter. Damit werden wir uns hier jetzt in diesem Kapitel auch nicht auseinandersetzen. Generell kann dann das schon mal ein bisschen überfordern am Anfang, wenn man einen Filter entwerfen möchte. Und da gibt es ein paar grundsätzliche Entscheidungen, die man erstmal treffen muss. Die erste ist die, ob ich einen Multiband-Filter brauche. Das heißt, ein Filter, was nicht einfach ein Sperrband und ein Stoppband hat oder ein Bandpass oder ein Bandstoppfilter ist, sondern eins, wo ich verschiedene Bänder habe mit verschiedenen Dämpfungen. Da gibt es eigentlich vernünftigerweise dann nur einen Equirripple-Entwurf dafür. Dann gibt es die zweite wichtige Entscheidung. Wenn ich ein linearphasiges Filter haben will, dann werde ich mich zuallermeist für ein Wirrfilter entscheiden. Es gibt auch Möglichkeiten, mit IIR-Filtern das zumindest annähernd zu erreichen, aber das gucken wir uns hier jetzt nicht an. Wenn ich das nicht brauche, die Linearphasigkeit, dann kann es sein, dass ich mit einem IIR-Filter einen Entwurf hinbekomme, der weniger Ressourcen verbraucht, sprich weniger Multiplikationen, weniger Multiplizierer, weniger Speicher. Und dann muss ich mich nur noch dafür entscheiden, wo ich jetzt Ripple tolerieren kann, ob im Durchlassband oder im Sperrband oder vielleicht in beiden. Und dann ergibt sich daraus eine der klassischen Filterentwürfe normalerweise. Habe ich mich für einen Fill-Filter entschieden, gibt es wieder verschiedene Variationen. Also die eine ist die, wenn ich ein hohes Oversampling-Ratio habe, das heißt Verhältnis zwischen meiner Nutzbandbreite und der Abtastrate, dann kann es sein, dass ich einen Multiratenfilter gut gebrauchen kann. Das ist was, was wir uns im späteren Kapitel dann noch angucken. Oder es ist ein Glättungsfilter, das heißt ein Filter, was unter Umständen auch eine nichtlineare Charakteristik haben darf. Da gibt es zum Beispiel die Sawicki-Golay-Filter, die gucken wir uns hier auch nicht an. Weitere Variante ist noch, wenn ich eine hohe Weitabdämpfung brauche, dann lohnt es sich, den gefensterten Entwurf anzugucken. Das sind nämlich Entwürfe, die oft bei Frequenzen, die weit weg sind von der Eckfrequenz des Sperrbandes, nochmal eine deutlich tiefere, deutlich stärkere Dämpfung erreichen als beispielsweise ein Equirippelfilter, das überall die gleiche Dämpfung hat. Die Toleranzschemata, hier ist gezeigt für einen Tiefpassfilter. Die sind für sich schon ein bisschen tricky, weil ich zum einen ein Toleranzschema habe für Wirrfilter
und zum anderen Toleranzschemata für logarithmische oder für lineare Spezifikationen. Das, was hier dargestellt ist, die plus Delta dB, minus Delta dB sind lineare Spezifikationen. Im Logarithmischen wird normalerweise einfach die Breite dieses Bandes beschrieben. Dann habe ich natürlich eine dazugehörige Frequenz des Durchlassbandes, also die Eckfrequenz, und eine des Sperrbandes. Und im Sperrband kann ich diesen Ripple auch mit plus minus natürlich angeben, auch wenn das beim Betragsgang hier relativ wenig Sinn macht. Aber ich kann es mir zumindest vorstellen, dass es auch so wäre. Und wenn ich jetzt reellwertige, linearphasige Filter habe, das haben wir im letzten Kapitel schon gesehen, dann könnte ich diese lineare Phase rausziehen, rausrechnen. Ich bekomme dann ein akausales Filter und dann kann ich tatsächlich den Frequenzgang ohne diese Betragsfunktion darstellen. Das kann man bei PiFDA beispielsweise machen, indem man da den entsprechenden Knopf drückt. So, dann gibt es leider für IIR-Filter anderes Toleranzschema. Das ist einfach historisch bedingt. Da sieht man hier, gibt es nichts, was oberhalb von Faktor 1 verläuft. Das liegt einfach daran, dass die Entwürfe für die analogen Referenzfilter ursprünglich von passiven Filtern kommen und da macht es Sinn, das auf den maximalen Faktor 1 zu normieren. Wie jetzt genau die Spezifikationen für den Entwurf von einem IIR-Filter festgelegt sind, hängt da wirklich sehr davon ab, welches Verfahren man jetzt wählt. Ob man hier eine Grenzfrequenz hat, ob man eine bestimmte kritische Frequenz hat, ob man die Eckfrequenz hat, wo zum ersten Mal die Toleranz jetzt im Durchlass oder Sperrband unter- oder überschritten wird, das muss man sich im Detail angucken. Die linearen und die logarithmischen Spezifikationen des Filters kann man natürlich relativ leicht ineinander umrechnen. Ich habe hier unten mal die Formeln aufgeschrieben. Man muss natürlich darauf achten, jetzt im Durchlassbereich, ob man einen FIR oder einen IIR-Filter hat. Wir haben ganz am Anfang gesehen, dass FIR-Filter nur Nullstellen haben. Das heißt, es gibt keine äquivalenten analogen Filter dazu. Da sind ja immer Polstellen mit im Spiel. Und das heißt, wir entwerfen direkt aus den Filterspezifikationen, ohne jetzt einen Umweg zu nehmen über irgendwelche analogen Referenzfilter in der zeitdiskreten Ebene. Und wenn wir die Systemfunktion haben, dann setzen wir die fast immer direkt in Hardware um. Das heißt, die Koeffizienten sind dann auch gleichzeitig die Koeffizienten, die Faktoren oder Gewichte meines FIR-Filters. Es gibt da seltene Ausnahmen, wenn man besonders hohe Genauigkeit haben will oder Filter, wo die Koeffizienten jetzt speziellen Anforderungen genügen müssen. Aber normalerweise gibt es da keine zusätzlichen Entwurfsschritte wie bei IIR-Filter, um jetzt eine geeignete, robuste Topologie zu finden. Und wenn man schon mal einen FIR-Filter nimmt, dann legt man die auch meistens linearphasig aus. Dann kann man nämlich die Symmetrie der Koeffizienten ausnutzen und kommt dann mit einer effizienteren Hardware, also mit weniger Multiplizierern aus. Schauen wir uns mal an, wie sowas aussehen könnte. Und zwar fangen wir mal mit einem Do-it-yourself-Filter an. Dazu möchte ich jetzt beispielsweise hier mein Sperrband haben. Und deshalb platziere ich jetzt so eine Handvoll Nullstellen auf meinem Einheitskreis. Und damit hier in meinem Durchlassband nicht mein Betragsgang jetzt bis sonst wohin nach oben geht, klammere ich das jetzt quasi hier mit zwei zusätzlichen Nullstellen ein, die dafür sorgen sollen, dass der Betragsgang hier ein bisschen in Grenzen bleibt. Dann achte ich immer darauf, dass ich meine Nullstellen entweder auf dem Einheitskreis setze oder symmetrisch zum Einheitskreis, weil ich weiß ja, auf die Art bekomme ich ein linearphasiges Filter. Dann muss ich noch darauf achten, dass meine Nullstellenpaare konjugiert komplex zueinander sind, damit ich ein reellwertiges System bekomme. Und warum ist das so? Ja, dazu gucken wir uns am besten mal die Systemfunktion an in der Produktform. Und wenn ich diese Systemfunktion nachher ausmultipliziere, dann bekomme ich ja die Systemfunktion in der Polynomform raus. Und diese Polynomform kann ich dann direkt in Hardware umsetzen. Und wenn ich jetzt immer zwei so Faktoren habe mit konjugiert komplexen Nullstellen,
dann kann man relativ leicht zeigen, dass dieses Produkt anschließend nur reellwertige Terme ergibt. Das können Sie ja mal ausprobieren. Daraus ergibt sich jedenfalls die Anforderung, dass meine Nullstellen für reellwertige Systeme konjugiert komplex zueinander sein sollten. Und wenn ich das in MATLAB beschreiben will, dann würde ich diese Polynomform mit diesem Array oder Vektor beschreiben. Jetzt gucken wir uns die Systemfunktion mal an, schön dreidimensional dargestellt. Und wir sehen schon, dass der Frequenzgang, sprich das H von Z entlang des Einheitskreises, dass das relativ dellig hier aussieht. Wir erinnern uns, dass hier oben ist meine siebenfache Polstelle, die sozusagen mein Zelt nach oben zieht. Und die Nullstellen, also die Heringe, sind die, die entweder direkt auf dem Einheitskreis sitzen und meine Membran jetzt nach unten ziehen oder die so ein bisschen links und rechts davon sitzen und dafür sorgen, dass mein Zelt nicht zu weit nach oben flappt. Gucke ich mir jetzt den Frequenzgang mal ganz normal in so einem linearen Maßstab an, dann sehe ich schon, das ist noch verbesserungsfähig. Ich habe hier einen sehr starken resonante Überhöhung. Nein, ist nicht resonant, aber ich habe hier jedenfalls eine sehr starke Überhöhung. Die wird zwar von meinen beiden Nullstellen innerhalb und außerhalb des Einheitskreises so ein bisschen im Griff gehalten, aber richtig schön ist das noch nicht. Ich könnte jetzt hier noch ein bisschen Feintuning machen, indem ich zum Beispiel meine Nullstellen ein bisschen weiter indem ich ein bisschen mehr Abstand spendiere von meinem Einheitskreis, dann wird das hier nicht mehr so stark runtergehen. Und in dieser linearen Darstellung, da kann ich vor allem mein Durchlassband sehr gut mit angucken, abschätzen, wie groß die Welligkeit da ist. Und die logarithmische Darstellung ist gut geeignet, um mein Sperrband darzustellen. Bei so geringen Dämpfungen ist das egal, aber wenn Sie sich vorstellen, ich habe eine Dämpfung von 10 hoch minus 3, 10 hoch minus 4, da sehe ich im linearen Maßstab gar nichts mehr. Im logarithmischen Maßstab kann ich das noch gut auflösen. Wenn ich jetzt den Phasengang meines Firrfilters darstellen will, dann liefern Ihnen die üblichen Tools in MATLAB und in Python die Phase begrenzt auf plus minus Pi zurück. Ist ja klar, weil die Phase sich einfach wiederholt oberhalb jetzt von Pi oder unterhalb von minus Pi. Die Phase ist auch zyklisch entlang der Frequenz, das heißt, wenn ich einmal im Einheitskreis rumgelaufen bin, dann fange ich quasi wieder von vorne an, genau wie meine komplexe Übertragungsfunktion. Wenn ich jetzt hier die Betragsfunktion mal dazu einmale, dann sehe ich, dass tatsächlich überall da, wo die Betragsfunktion das Vorzeichen wechseln würde, wo ich so einen scharfen Knick sehe, ich immer einen Sprung in der Phase um Pi oder 180 Grad habe. Hier verlässt wahrscheinlich die Phase dann den Darstellungsbereich. Das heißt, hier sehen wir gleichzeitig einen Sprung um Pi. Und irgendwas macht das Tool ja auch noch mit 2Pi. Das heißt, die Phase geht dann hier unten wieder weiter. Kann man nicht so genau erkennen. Da muss man beim Phasengang immer ein bisschen darauf achten, ob ich tatsächlich einen Sprung um Pi sehe oder ob die Phase quasi umgebrochen oder gewrappt wird um 2Pi. Das kann man nicht immer sofort unterscheiden. Ich kann das auch rückgängig machen, wobei das mehr so ein, ja, es ist kein exakter Algorithmus. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, meine Pi jetzt nach unten oder nach oben fortzusetzen. Und von daher wird wahrscheinlich so ein Phasengang, wenn Sie den sich jetzt in MATLAB oder in Python darstellen lassen, auch unterschiedlich aussehen. Für eine Hardware-Implementierung ist es immer am einfachsten, wenn ich meine Produktform erstmal ausmultipliziere zur Polynomform. Das geht ja im Gegensatz zu dem umgekehrten Prozess jetzt relativ einfach. Und ich bekomme dann meine Koeffizienten. Das kann ich auch ganz leicht jetzt aus der komplexen Frequenzebene in die Zeitebene zurückverwandeln. Und dann bekomme ich meine Impulsantwort. In Python kann ich meine Nullstellen als Array oder Vektor so aufschreiben. Eigentlich ist das eine Liste und mit diesem expliziten Befehl wandle ich das jetzt um in so ein NumPy-Array, mit dem ich meine ganze Matrix-Mathematik jetzt durchführen kann.
mit dem Scatter-Befehl aus der Matplotlib kann ich Realteil gegen Imaginärteil auftragen und bekomme dann ein Nullstellendiagramm. Polstellen fehlen da jetzt noch an der Stelle. Dann kann ich mit dem Poly-Befehl, den es genauso in MATLAB auch gibt, mein Produkt ausmultiplizieren und bekomme dann das Polynom, also die Koeffizienten des Polynoms H heraus. So, und in Hardware setze ich das jetzt ganz einfach um. Ich habe hier meinen Wirrfilter und die Koeffizienten H0 bis H7, die bekomme ich, wie gesagt, direkt aus meinem Polynom heraus. Dann muss ich jetzt bei einem Fixpoint-Filter noch dafür sorgen, dass ich da jetzt geeignete Formate dafür finde. Das ist aber jetzt nicht hier unser Thema in diesem Kapitel. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war es jetzt zum Thema Filterentwurf, also wie das prinzipiell funktioniert. Und im nächsten Kapitel schauen wir uns dann an, wie richtige Filterentwurfsverfahren funktionieren, die uns dann auch bessere Resultate liefern als unsere handgemachten Filter. Danke.